Cheerio, meine lieben Farmer. Willkommen zurück zu Harvest Moon. Und Rovan meckert mit uns, weil wir die Tiere draußen gelassen haben. Ja. Wir haben vergessen, die Hühner wieder reinzupacken. So, jetzt geht's weiter. Bibi ist noch nicht da. Heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten hier. Okay, die Hühner habe ich tatsächlich vergessen. Ich habe das Futter gekauft. Und bin dann auch hops hier ins Bett gehüpft. Guck mal, keine einzige, auch keine weiße Beere dabei. Das ist so. Weißt du was, ich lasse den Scheiß jetzt hier verkommen. Ich bin jetzt so ein richtiger Asi-Farmer. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, das ist so, weißt du, ich glaub, das wäre auch massiv frustrierend gehabt, wenn wir das beim ersten Jahr schon gemacht haben. Also, im ersten Jahr schon gemacht haben, diese Mutation. Weil das ist echt so ätzend, ey, du schmeißt dir hier echt fast 100 Saaten und kriegst dann eins oder gar nichts. Und das ist so, boah, bäh. So, hier oben die Whiteberries, die werden wir ja noch kriegen, ne? Jo. Dann die Hühner mal besuchen, die alle so arm gewesen sind, draußen geblieben sind. Alle am Fressen hier. Unsere Hühnerarmee hier wieder. Wir fressen Samen, wir fressen Ei. Wir sind der große Überknall. Wir sind die Hühner. Die großen Hühner. So. Weiter geht's. Ich glaube, die Eier sollten wir dann auch mal irgendwann verwenden demnächst. Weil ich hatte in der letzten Folge schon das, also letzte Folge, nach der letzten Folge das Problem, dass die Taschen voll waren. Ich konnte kein Tierfutter mehr kaufen. Also habe ich erstmal Wolle verkauft und so weiter, das was wir jetzt zum zigtausendsten Mal haben. Oder hatten. Nein, ich bringe die Reihe durcheinander. Warte. So. Jetzt ist es nicht mehr so ganz leid, Glied, weil ich wollte gerne einen Screenshot davon machen. Jetzt tanzt er hier eher ein bisschen aus der Reihe, aber. Ja. Ruhe mit Leben. So, jetzt die anderen großen Tiere hier auch alle am Fressen. Ja. Alle brav in einer Reihe hier am Fressen. Dum, dum, da, dum, 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 dum. So. Aber auch wirklich so perfekt positioniert, wenn du ein Auto eingeparkt hast, weißt du? Oh. Entschuldigung. Kurz gegähnt einmal. Auch mal gegähnt. So, und dann einmal die Blümchen überprüfen. Guck mal, die zeigen schon erste Knospen. Dann noch nach den orangen Bäumen gucken, ne? Können wir dann auch mal in der Dings nachgucken, in der Küche, was wir denn noch alles gucken können. Gucken hört auch so gut an. Cookien. So. Upsa. Oh. So. Da wächst schon wieder ein Baum. Nee, keine Orange. Hallo. Was will ich? Ich sehe das. Ich sehe das. Nee, hier war falsch. Da. Erstmal hier klein hacken. Hier so immer durchlaufen und gucken so, wo komme ich weiter, wo komme ich nicht. Da ist was. Da ist was. Das war ein Stein wieder. Baum. Da war nichts, das habe ich aus Versehen so gerade. Bup. Da siehst du mal, so findet man Sachen, ob da Unkraut oder anderes drunter ist.
So, dann gehen wir einmal in den Sumpf. Gehen mal in den Sumpf. Oh, guck mal. Das sieht doch schon mal gut aus. Mit mir ja schön zu Cranberry. So. Dann hier einmal. Und dann einmal hier oben noch. So, so. Beamen. Da-dam, 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 da-dam. So. Und dann gehen wir jetzt mal die großen Tiere noch aberden. Natürlich überall schon Essen draufpacken, weil hat ja seine Vorteile. Nee. Nein. Nein. So, so. Bap, bap. Bap, bap, bap. Klar, Schnuffel, hau ab. So. Dann hier noch. Sehr schön, haben wir das auch schon mal vorbereitet. Können einmal zu den Hühnern rübergehen, das da auch noch mal vorbereiten. Dann fressen die alle schon am Morgen schön und dann hat man Problem weniger. Nein. Nein. Dann eben nicht. Dann gehe ich jetzt hier oben hin. Nein. Dann gehe ich jetzt hier drüben hin. Da-dum. Da-dum. Nein. Naja, nur Edge macht wieder Probleme hier. Hau ab. Hau ab. Geh weg. Geh weg. Da, da, da. So. Dann gehen wir auch wieder schlafen. Sind ja fertig. Haben nichts mehr zu tun. Wunderbar. Hallo. Gute Nacht. Oh, weißt du was, wenn ich jetzt schon bei den anderen Tieren an der Wand mache? So. Gute Nacht. War nett. Tschüss. Bin weg. Dum, 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 dum. Oh, mal strecken. Wird dieses letzte Bild eigentlich immer zu Ende gehen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie wird das nix. Da-dum, da-dum. So, jetzt ist alles verwelkt hier. Ja, ich heule, mir egal. Zack. Man merkt das so, was man jetzt endlich nassiert. Das ist dieses. Ich bin ganz offen ehrlich, das ist dieses typische Gefühl so, man hat jetzt gerade irgendwie überhaupt keine Lust mehr auf dieses Spiel. Aber man will unbedingt das eine haben. Unbedingt. Und so ergeht es mir gerade mit dem Kind. Ich will das unbedingt haben als Finisher, als Finale. Sag mal, wer hat denn den Spaß gemacht und hat hier auf Dodo gekackt? Leute, das geht so nicht. Ich weiß nicht, dass ihr ein bisschen sauer seid, weil ihr vorletzte Nacht draußen gewartet habt. Aber ihr könnt nicht einfach auf Dodo und Tu kacken. Das geht so nicht. Das ist ein Unding, Leute. Das geht nicht. Das könnt ihr nicht machen. Ehrlich, da kacken die jetzt schon hier auf ihre eigenen Brüder und Schwestern. Beziehungsweise nur auf ihre Schwestern. Das ist ein Ding. Und da auch schon wieder. Wen habt ihr denn da jetzt? Auf Edge. Leute.
Geht nicht, nein. Es werden keine Schwestern zugekackt. Vergiss das. So, die fressen auch alle. Mach das, guck mal, mach das hier wie die großen Tiere. Die machen deswegen alles in die Ecke. Wo man das alle zusammentragen kann. So. Das hört sich zu falsch an. Och nein, da liegt eins oben über den Dings drüber. Und das kriege ich bestimmt nicht, weil ich die ganze Zeit entweder Schnuffel über Muffin anklicke. Oh! Ich bin schockiert, das hat geklappt. So, hey Gabe. Was geht? Wann mein Kind geboren wird, das würde ich auch gerne wissen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich noch nicht. Zack. Rowan ist schon wieder bei unserer Frau zu Hause. Sag mal, was, die haben was miteinander. Affäre und so. Da, 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 da. So. So, wunderbar. Dann auch hier. Dann können wir uns auch gleich schlafen legen, obwohl wir erstmal unsere Tiere abfrühstücken müssen. Also, aha, ich hatte beinahe die Blumen vergessen. Die Blumen und die Orangen. Dadadam, dadadam. So, hallo. Ja. Orangen. Ups. 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 So. Und die Blümchen. Immer mit den kleinen Knospen hier. Na, wann werdet ihr so sein? Soweit sein, ne? 12 Tage wahrscheinlich, wa? Das heißt, am 12. können wir euch ernten. Dann sehen wir, ob wir auch Purple Pansy und Pink, Yellow Pansy haben. Und eine Pink Pansy. Pink, Pink, Pink. Pink, Purple und Yellow. Pink, Purple, Yellow. Na. Na. Einmal um den Brunnen rumlaufen. Das habe ich immer an dieses Tischtennisspiel, was wir damals in der Schule gespielt haben. Der ist einfach um eine Tischtennisplatte gerannt und dann haben wir mit der Hand, also nicht mit dem, mit dem Tischtennisschläger, sondern mit der Hand so. Puk, 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 puk. Und weil bei dem der Ball halt rausgeflogen ist, runtergeflogen ist, der war draußen. Mann, hau doch mal ab. Nein. Du bist durch. So. Wie hier wieder alle gewaschen werden müssen. Was macht er eigentlich die ganze Zeit? Voll die dreckigen Tiere, ey. So. 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 Yay. Sag mal, haben wir doch schon, ne? So. 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 Und doch da. Dam, da, dam, da, da, da. Und perfekt. Jetzt ist gleich noch mal drüben bei den Hütchen machen und dann können wir uns auch schon wieder schlafen legen. Da, da, bam, 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 bam. Wie das wurde hier, ne? Innerhalb von so 10 Tagen von zu viel zu tun zu. Ach ja, zack, wir können schon um 9 Uhr morgens schlafen gehen wieder. Ja, eigentlich wollte ich da Essen drauf tun. So, so. Zack, zack und go! Bam.
Bam, bam, bam. So, schlafen gehen. Gleich wieder neben die Frau legen, die da immer noch im Schlafen ist. 8 Uhr morgens. Es ist 8 Uhr morgens, legt sie wieder zum Schlafen hin. Tschüss, meine Freunde. Kommt zurück. Aber wir müssen nicht gießen. Es schneit. Das heißt, vielleicht schaffen wir das heute wirklich 4 Tage in eine Folge unterzubringen. Rekord. Da sind sie. Whiteberries. Oh, Alter, die sehen geil aus. Die sehen, das sieht aus wie so weiße Schokolade, wisst ihr, so mit Crispy drinne. Oh, lecker. Haben will. Also jetzt habe ich Bock auf Schokolade mit weiße Schokolade mit Crispy. Guck mal, jetzt haben sie wenigstens auf einen gehört. Sie haben nicht mehr auf ihre Schwestern gekackt. Das ist toll. Das ist ein Fortschritt, dass wir nicht mehr aufeinander kacken hier. Zum 10.000. Mal YouTuber-Urheber-Kram, Zwangsmonetarisierung, bla. Da-dam, da-dam. Das Schöne ist, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, an diesen tollen Mails sehe ich immer, zumindest wann die Folgen gerade hochgeladen sind. Ich lade gerade zwischen die Folgen hoch von FIFA und fahre immer so, wann die Folgen denn oben sind. Und wie viele Folgen oben sind. Heute habe ich mal wieder so einen Tag, wo ich gerade 24 Videos hochlade. Das wird also wieder eine Ewigkeit dauern. Wisst ihr was? Wir machen es jetzt total assi. Wir kümmern uns auch noch nicht mehr um die Tiere. Ich habe bis jetzt sowieso noch nie mitbekommen, was ist, wenn es mal krank ist. Wir haben das noch nie gesehen, was ist mit den Tieren, wenn die krank sind. Und die Frage ist, können die Tiere sterben? Das ist auch nochmal eine Frage. Machen wir alles rein zur Forschung. Das hört sich so grausam an. Das wächst ja auch alles noch schön, sehr schön. Gut, dann legen wir uns jetzt wieder schlafen. Machen wir 4 Tage in einer Folge. So, hi Schatz. Gute Nacht, Schatz. So. Ich habe mich entschieden, ich streike jetzt, Schatz. Keine Lust mehr. Und es stürmt schon wieder. Ach, das ist doch ein Beschiss. Man sagt doch, wenn das kurz bevorsteht, die Geburt, dann wird man gefragt an dem Geschlecht. Aber jetzt haben wir mittlerweile schon den 12. Katze. Ihr kriegt noch Hunger. Ihr kriegt noch Futter. Die anderen Tiere nicht. Die müssen jetzt verhungern. Ich frage mich, wie die Stelle dann noch aussehen, wenn man die nicht mehr gereinigt hat. Es stürmt, es stürmt, es stürmt, es stürmt, es stürmt, es stürmt. Nein! Nö, nicht doch. Ich habe vergessen, wie viel müssen wir von den Whiteberries denn verkaufen übrigens? Das ist so. Whiteberry, Redberry, 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 das ist Red Carrot. Hallo. Whiteberry, da. 10. Gut. War es mit Whiteberry nicht, dass wir das auch noch anpflanzen sollen, dass da was raus wird? Nein, okay. Goody. Dann am nächsten Tag die Berries an Dings verkaufen. Und Bastian und Sam. Ja, guck mal, die Blümchen sind soweit. Alter, sieht auch bunt hier aus. Bing, bing, bing. Pink Pansy, Yellow Pansy, Purple Pansy. Auch nicht schlecht, was für eine Variation es daraus gibt, ne? Stirbt, ich komme nicht mehr voran. Da wächst schon wieder ein Baum.
Alter, wenn ich das nicht sehen, ich will sehen würde, ja. So. So, jetzt noch unten hier. Huang. Die wachsen auch noch vor sich hin. Okay. Gut, dann legen wir uns. Komm, das schaffen wir. Wir schaffen das jetzt. Fünf Tage in einer Folge. Yeah. So, es ist 7:30 morgens. Gute Nacht. Dum, 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 dum. Ach, das ist doch ein Huhn. 13. So. Wie gesagt, ihr kriegt noch Essen. Die restlichen Tiere nicht. Wir schauen, was passiert. Dein Tier ist krank. So. Oh Mann. Die armen Whiteberries, aber können wir ja gleich verkaufen und neue pflanzen, auch wenn das sich wahrscheinlich nicht mehr lohnt, weil es werden 12 Tage sein. Nee, das gucken wir uns jetzt nicht an. Wir gucken uns den Stall an, wenn Baby da ist. Also den Blümchen müssen wir gar nicht mehr gucken. Sind ja alle weg, die Blümchen. Der Blümchen müsste nur gucken. Stein. Ja, Orangen. Yam. 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 Ampf. Yeah. Buja. Buja. So. Sehr schön. Und ab in den Sumpf. Ab in den Sumpf. Wird irgendwo toll an. Ah, sind leider noch nicht fertig. Okay. Alter, wie lange brauchen die denn zum Wachsen, bitte? Ich denke mal, 14 Tage, mehr als 14 Tage wird es doch nicht sein, oder? Das wäre ja ein bisschen heftig. So. Dann gehen wir mal hoch zu Sam. Aua. Zu Sam, Purple Pansy. Also, Yellow Pansy müssen wir 10, aber Purple Pansy müssen es wirklich 30 sein. Nee. Dann hoffen wir mal, dass wir 10 Yellow Pansy haben. Cell. Cell, Cell. So, hier. 10. White Berries. Und, stimmt, den Rest haben wir auch vergessen zu verkaufen, ne? River aber braucht nur mehr. Die haben wir ja verkauft. Haha. Ja, Yellow Pansy haben wir alle. Sehr schön. So. Danke. Ja, gib mir mal White Berries. Da sind sie. Am besten so viele, wie es geht. Nein, ich muss schischen. Warte, wir haben, glaube ich, wie viele Plätze? Ach, ich kaufe einfach mal das. Dann gucken wir mal. Ich glaube, wir haben nämlich ein paar Plätze ja leer. Beziehungsweise ja jetzt diese Lücken dort. Die wollen wir natürlich füllen. Hier, 3 Stück. Dann sagt er, er macht 3 Felder. Ganz falsch war es ja nicht, ne? So. Mhm. Stimmt, ich wollte sagen, aber ihr kriegt jetzt hier noch weitere Felder dazu. Oh, die sehen lecker aus. Die sehen voll lecker aus. Die sehen mega lecker aus, die Teile. Weg, ich muss sie anpflanzen. So, hier. 7. Machen wir uns noch einmal die Arbeit jetzt hier. So. Dann hier auch noch. Pups. Und. Flop. Miau, miau. Da-dam. Da-dam. Ah, die Beeren da unten sind auch noch nicht weit. Sah ja hier von 14 Tagen drin aus. So. Das war nicht ganz richtig, aber ist jetzt auch egal. So. Mann! So. Ich meine, wir müssen uns um die Tiere ja sowieso nicht mehr kümmern.
So. Sehr schön. Zack. Einmal. Hups, hups, hups. Dann zack, zack, zack. Zack. Ja, zack, zack, zack. Und so. Ich glaube, die Orangen sind alle 3 Tage fertig, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. So, wunderbar. Dann fluchsen wir runter in den Sumpf. Gucken, ob die Cranberries vielleicht schon so weit sind. Man weiß ja nicht, ne? Nope. Dauert also... Haben wir ja schon gegossen? Habe ich was verpasst? Ah ja, wir haben ja nur eingekauft, ne? Stimmt ja. Schock! Schock! So, hier oben habe ich aber... Nein, guck, die 9 Beeren habe ich nämlich nicht gegossen. Siehste mal. So, zack. So, Leute, melde ich die Folge für heute auch mal. Ja, beim nächsten Mal hoffen wir, dass vielleicht dann das Baby zur Welt kommt. Wäre auf jeden Fall super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt auch an den roten Knopf der Farmer, um das Ganze hier zu unterstützen und alles allgemein. Und dann sehen wir das nächste Mal wieder. Tschö, tschö.